Hey, liebe Leute von Sherlock Holmes und Hellfire 101. Ich grüße euch zu einer neuen Folge Sherlock Holmes, in der wir einen Dolch gießen sollen. Und ich habe das Gefühl, ich habe auch schon herausgefunden, wie das geht. Zum Fortfahren, Maustaste drücken. Alles klar. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das sind zu viele Fehler. Ich muss von vorn beginnen. Ach komm. Auch ein Dolch mit Fehler ist ein Dolch. So, nochmal. Verdammt. Nein. 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 Das sind zu viele Fehler. Ich kann gar nicht. Ich klicke zur rechten Zeit, aber das Spiel sagt, ich klicke nicht. So, jetzt. Passt auf. Klick. Klick, 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 klick. Das sind zu viele Fehler. Ja, was soll ich? Oh Gott. Oh nein. Na gut. So, jetzt. Klick, 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 klick. Das sind zu viele Fehler. Klick. Ich muss von vorn beginnen. Ich klick doch schon die ganze Zeit. Herrgott, nochmal. Mann. Klick. 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 Das sind ja zu viele Fehler. Ich geht muss nicht von vorn beginnen. Ich komme hier nicht weiter. Mann. Komm. Klick. 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 Klick, 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 klick. Das klick sind zu viele Fehler. Ich muss von vorn beginnen. Ich klick doch. Ich klick doch. Nochmal. Klick, 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 klick. Das sind zu viele Fehler. Ich muss von vorn beginnen. Klick, 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 klick. Immer ab einem Punkt, da geht es nicht mehr. Nee. Nee, hier. Ab hier geht es gar nicht mehr. Das sind zu viele Fehler. Wenn diese muss gehen würden. Beginnen. Komm, jetzt. Reiß dich zusammen, Hellfire. Jetzt. Keine Chance. Das sind zu viele keine Chance, Fehler. Keine Chance. Ich muss von vorn beginnen. Ah, jetzt dachte ich wirklich zuerst, es funktioniert. Ne, ab hier geht's dann. Ah, ich muss Das sind zu viele Fehler. Ich muss von vorn beginnen. Jetzt weiß ich der Fehler. Links, rechts, Maustaste. Ja, ganz geniale Spielemacher. Ja. Links, 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 rechts, 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 links, links, rechts, links, rechts, links, rechts, 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 links, links, oh, verdammt, rechts, 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 rechts. Jetzt sieht es schon aus wie ein Gitarre-Hero bei mir. Ja, Mann. Super. Cool. Wir haben den Dolch. Oh, Sherlock Holmes, du kleines Scheißspiel. Ja, danke schön, dass du mir so den Tag vermasselst. Alter Schwede. Aber ich werde es drin lassen. Ich dachte schon, ich würde es vielleicht rausschneiden, aber nee, ich lasse es drin. Weil das. Oh Gott. So. Morden wir den Maya-Typen. So, sehen wir mal, was sich dahinter verbirgt. Willst du den Dolch nicht wieder nehmen? Nicht? Noch eine Statue von Tikkun Umar? Aha. Ja, ja. Er bewegt sich. Aber da fehlt ein Teil des Mechanismus. Vorsicht, Watson! Außer sie wollen von Tikkun Umar aufgespießt werden. Ja, du stehst vor dran, nicht her. Sehr interessant.
Stellen Sie den Mechanismus des Automaten wieder her, indem alle Zahnräder über alle drei Ebenen hinweg miteinander verbinden. What the... Damn it. Na gut, über alle drei Ebenen. Nee, da braucht es definitiv ein kleineres. Hätte jetzt mal gesagt, möglicherweise das hier. Genau. Oh Gott. Jetzt wieder ein größeres. Das hier. Jetzt wieder ein größeres. Nö, doch nicht. Kleineres. Bringt noch nichts. Moment. Nee, was? Du kannst auch. Willst mich ja jetzt mal nicht wirklich verarschen hier, ne? Klappt schon mal nicht. Ne? Warte! Nö, komm, weg, raus. Noch nicht. Noch nicht. Zuerst muss ich mehr über Mechaniken lernen. Alter Schwede. Was ist das hier? Abgeschlossen. Ja, das war klar. Dreh mal das Rad. Zu. Auch zu. Und was genau ist geöffnet? Du bist ein schlechter Panzerknacker, Watson. Marley hat diese Uhren wegen der Einzelteile zerlegt. Marley hat diese Uhren wegen der Einzelteile zerlegt. Schon klar. Schau mal das hier. Marley baute also einen mechanischen Globus. Ja, ja. Dieser Globus ist hohl. Es müsste möglich sein, ihn zu öffnen. Theoretisch gesehen, ja. Und das, wir wissen ja, wo der steht. Es fehlen nur einzelne Teilchen drin, ne? Wollen wir uns wieder dran wagen, auch wenn ich das ganze Let's Play hinüber dann hier dran bin? Oh Gott. Ich sehe schon, woran das endet. Nee, hier ran nicht. Irgendwie wieder ab. Dann mittleres. Genau, mittleres Rad. Sehr gut. Klappt schon mal nicht. Und wenn wir das mittlere Rad dann hier hinmachen, klappt auch nicht. Okay. Klappt nicht. Was sind das für Dinge? Ist das für die Kette hier? Hallo, Kette? Nö. Okay. Gut. Ja, leg das mal hin. Und du legst dich auch mal hin. Du legst dich auch mal dahin. Nö, dahin. Geht ja nur da. So wie das hier auch, ne? Genau, geht nur das. Okay, dann müssen wir das hier, das kleine feine, das muss hier hin. Aber das hier geht gar nicht. Moment. Sehr interessant. Nö, auch nicht. Okay, so ein Distanzmütterchen, ne? Ne, komm, nimm dich mal. Dann könnte das... Nein! Du, dahin. Nö, geht nicht. Geht nicht, wie ich es meine. Boah, das Spiel ist echt knifflig. Das geht nicht. Das geht nur da rein. Und da drehen alle. Und das große Ding hier. Ja. Hat keinen Platz. Im Werk. Machen wir es einfach zu. Ne? Oh, Moment. Da, hier kommt noch so ein Teil. Nein, hier kommt noch so ein Teil. So, die Kette könnte dann hier... Die Kette passt hier nicht. Okay, hier.
Was habe ich gemacht? Okay. Nimm die Kette noch mal weg. Dankeschön. Okay, die Kette kann nur gehen. Zeig mal. Ah, Moment, hier geht's nicht, ne? Doch. Hier. Jetzt fällt aber hier noch. Jetzt muss doch hier noch. Mann. Da muss doch. Alter Schwede. Okay, der Ansatz stimmt schon mal. Jetzt müssen wir hier noch die. Das Großzahnrad hier irgendwo draufdrücken können. Ich habe nur das Gefühl, das funktioniert so nicht. Ja, wie funktioniert das denn? Wir waren schon sehr nah. Hier, die Verbindung fällt. Diese Verbindung fällt einfach hier. Das ist traurige Wahrheit. Geht so nicht. Dann machen wir hier noch einen Distanzschäuble, zwei Schäuble rein. Distanzschäuble. Dann vielleicht können wir. Nö, auch nicht. Das Teil hier noch. Und jetzt vielleicht? Nö, jetzt ist es zu groß. Toll. Oh, aber jetzt könnte es. Die Kette passt hier. Jetzt geht natürlich das nicht auf. Okay. Weil ich die Distanzschäuble da alle hier reingemacht habe. Ne? Eine geht, dann die andere rein hier. So, dann müssten wir hier das eine hier kloppen. Das Teil hier hin, ne? Dann. Nö. Dann eben nicht. Moment. Und jetzt? Da? Nicht? Okay, dann braucht es noch ein kleines. Moment, das kleine hier. Oh, nicht da. Geht's ab ohne? Die Kette passt. Wieso passt die wohl nicht? Moment. Dann müssen wir die Stanz wieder herstellen. Ja, genau so. Und dann mit dem Teil hier. Nein. Das Teil hier muss da runter. So. Jetzt aber. Hier und. Die Kette passt hier nicht. Echt jetzt? Dann nehmen wir die Stanzdinger wieder weg. Die Kette muss hier passen. Das ist die Rätsel, das Rätselslösung. Jetzt kann ich es nicht hier anmachen. Toll. Dankeschön, Spiel. Nein. Wieso nicht? Jetzt muss ich es wieder wegnehmen. Ich bin fast dabei. So, jetzt aber. Die Kette passt. Warum passt sie nicht? Hoffentlich sieht man wenigstens, wie das funktioniert, ne? Ne, auch nicht. Okay. Ja, schöner Mechanismus, ne? Zu. Ich würde aber gerne noch da reinsehen, ne? Ja, zu. Fest verschlossen. Ja, dann mach's doch auf. Gibt sicher einen Mechanismus. Scheiße. Ich war so kurz davor. Ich werde mich hassen dafür, aber Mann. Was haben wir denn hier Schönes? Nichts. Echt jetzt? Bruchstücke. Ja. Metallgegenstand. Schön. Ja, dann nimm's doch. Da haben wir wohl den Schlüssel zum Tresor. Da haben wir doch plötzlich den Schlüssel zum Tresor. Schön.
Dann benutzen wir doch den Schlüssel zum Tresor. Wenigstens kann ich den öffnen. Kackspiel. So. Okay. Das ist massives Gold. Es ist ein Vermögen wert. Das ist massives Gold. Es ist ein Vermögen wert. Ja. Du mich auch. 1881 Guatemala. Ah, vielleicht sollte ich das anklicken, ne? Die Statue besteht aus drei Teilen. Nur der goldene Teil ist original. Den Rest muss Marley rekonstruiert haben. Okay. Und für was denn, bitteschön? Ich weiß, dass ich einer der Auserwählten bin. Tekunuman will mich als sein Werkzeug einsetzen. Lieber Gott, beschütze mich. Ich will nicht sterben. Ja. Marley, du wirst verrotten in der Hölle. Ein Kartenteil aus Metall. Das wäre dann wohl für den Globus. Pack hinein. Dieses Objekt wird... Naja, wird wohl mit es deinem wird bald hell. Die Arbeiter werden demnächst eintreffen. Zeit zu gehen. Nein. Okay. Was tun wir als nächstes, Holmes? Wir gehen nach Hause, Watson. Wir gehen nach Hause. Moment. Und zwar auf die Schnelle. Moment. Scotland Yard. Oh, ich bin am falschen Ort. Baker Street. Oh. Na gut. So sind wir ungesehen entkommen. Ja, tut mir leid, dass ich den Fall auflösen musste, aber boah, echt übel. Übel, ich war so kurz davor, sicher. Ja, ihr werdet mich jetzt sicher alle auslachen. Ja, schön. Dann habt Freude daran. Ihr könnt zum Club gehen. Weil beim Club gibt's ja den Globus, der innen hohl sein müsste. Ja. Den schauen wir uns jetzt gleich mal an. Komm, mach. Mach mal. Fortfahren. Aber die Statue, wenn die Statue wirklich jemand getötet hat. Greystoke soll durch den Speer der Statue bestaubt sein. Naja, wenn das wirklich der Tatsache ist, wo ist denn die Statue dann hin? Selbstzerstörung oder was? So. Guatemala, genau. Da kommt sie. Und da kommt dann die Statue, das Ding hin. Okay. Dieses Modell wurde sehr präzise gebaut, um als Karte zu dienen. Ja, möglicherweise ja. Die sind doch alle miteinander schuldig. Dieses Modell wurde sehr präzise gebaut, um sonst als Karte zu dienen. Sonst noch was? Nicht. Das Modell ist vollständig und mit ein bisschen Konzentration kann ich mir vorstellen, was geschehen ist. Ja, klar. Bisschen Konzentration. Na gut, Konzentration. Mehr konzentrieren kann ich im Spiel hier leider nicht. Sieht auch übel aus mit Konzentration. Ich habe das Gefühl, wir können den Fall lösen. Moment, B, genau. B ist die Herleitung. So, Marleys Beruf. Maya-Kalender. Nicht, aber glaube. Gut. Das hier. Auserwählten ist und den Willen des Hunemann damit den Fluch umsetzen muss. Das hier. Alles klar. Gut. Ja, was haben wir sonst noch für... Moment. Hallo? Nee, was haben wir sonst noch für Sachen? Albeits Krankheit. Alles Beruf. Albeits Krankheit. Nicht Fakten über die Tat. Hier. War ein Automat. Es ist nicht möglich, einen Automaten mit so einem... Doch, kann man. Hat man gerade gesehen. Gelegenheit. Sir Charles weiß nichts von einem Fluch. Die Gelegenheit alleine macht ihn nicht zum Mörder. Meinst du? Clubschulden. Andere Sammlung.
nichts gewusst. Ja, doch, der wusste was. Der wusste schon was. Ne? Der wusste schon was. Automat, genau. Sohn. Aber er lügt über seinen Sohn. Das Bett könnte einer Person von kleiner Statur gehören und diese Person könnte auch der Mörder sein. Ja, ganz sicher. Glaube ich zwar nicht. Gott. Gut. Falschaussage. Sah die Statue von Tekunuman wegrennen. Es war also so, ne? Sah zur Tatzeit Bernard Marleys Automaten wegrennen. Ja, genau. Marley ist schuldig. Boah. Ich würde auch sagen, dass Marley schuldig ist, weil wir haben ja jetzt die Statue, die den Automaten eigentlich sehr recht zusieht. Marley ist schuldig. Bernard Marley glaubt an den Fluch und gestaltete seine Statuen als tödliche Automaten, damit hoffte er, einer der Auserwählten zu werden. Keine Gnade für Marley, Marley gehört hinter Gitter. Er ist seinem Aberglauben gefolgt und kaltblütig getötet. Bernard braucht ein Sanatorium, wäre er besser aufgehalten. Gnade für Marley? Keine Gnade für Marley. Er ist wirklich verrückt. Er hat das wahrscheinlich nicht Er hat das wahrscheinlich da gemacht. Und nicht weil er das wollte, sondern weil er ja das Gefühl hatte, er müsse. Ja, ich entscheide damit. Sieht man jetzt noch was von dem ganzen Zeug? Hallo? Was ist los? Ist noch jemand gestorben? War es wieder Tekun Uman? Tekun Uman wurde gerecht, Mr. Marley. Es ist vorbei. Haben Sie keine Angst. Folgen Sie uns einfach. Ihnen folgen? Warum? Keine Sorge, es ist nicht Ihre Schuld. Ab jetzt werden sich Spezialisten um Sie kümmern und Ihnen helfen. Nein, ich bin nicht verrückt. Nein, Sie sind verrückt. Genau. Dankeschön. Bernard Marley ist verrückt, er hat nicht die Fähigkeit zu begreifen, was für ein Verbrechen er begangen hat, deswegen muss er entsprechend behandelt werden, in seinem Sanatorium. Alles klar, gefundene Hinweise 18, gut. Entscheidung prüfen. 18 von 19, scheißegal. So, bestätigen. Ja, bestätigen. Ich sagte bestätigen, Schein oder Sein. Cool. Der erwachte Buttergolem. Nee, Golem. Buttergolem? Ich sah nur Golem. So. Schneide ich dann weg. Genau. Fortfahren. Vater, Mr. Orson Wilde ist hier. Ich werde bei Miss Alice übernachten. Was? Schon vergessen? Orson Wilde. Du wilde weißt schon, Orson. Amerikanischer Theaterstar. Oh, er ist schön. Zu Besuch und bleibt bei uns. Du hast es vergessen. Nein, nicht das, sondern dass du bei Miss Alice übernachten willst. Ja, richtig. Sie hat es vorgeschlagen. Sie meinte, du würdest sicher nichts dagegen haben. Tja. Nö. Aber Miss Alice hat abends immer Besuch. Das ist keine gute Idee. Oh, Mr. Holmes, hören Sie auf damit. Gott! Ich wüsste doch Bescheid, wenn das der Fall wäre. Mrs. Hudson, Mr. Wilde ist hier, um den Charakter von Vater für sein nächstes Stück zu studieren. Und er wird nicht enttäuscht sein, oder? Vater ist so dickköpfig. Dir gehört mal eine ich richtig... Ich fasse es nicht. Der große Sherlock Holmes. Was bist denn du für ein Vampir? Ich bin mir sicher, dass wir mit unseren beiden Gehirnen... Gehirnen? Der? Deren Gehirn? Genau. Charakterprüfung. So. Alles klar. Halstuch. Folgt den neuesten Moden. Nee, Modetrends. Tja. Will auffallen. Nee, der amerikanische Stolz könnte das sein, ne? Natürlich will er auch auffallen, das ist ganz klar. Seine Schminke im Kopf.
Raucher. Holmes Lieblingssorte. Okay, cool. Was haben wir denn? War da noch was? Nö. Orson Wilde. Eingravierter Name, personalisierte Stiefel. Ja, der will definitiv auffallen, ne? Dorsten. Na! Okay. Schauspielerwerkzeug. Selbstverliebt. Selbstverliebt. Damn, seine Schminke, Alter. Der amerikanische Stolz oder will auffallen? Anstecknadel mit Flagge. Amerikanischer Stolz. Und die Uhr. Die Uhr. Ah, ich bin so geil. Ich habe eine geile Uhr. Toll. Abgeschlossen. Ja, Mann. Ja, der noch nicht ganz 30 Jahre alte Orson Wilde ist ein Star der amerikanischen Theaterszene. Und ist nach London gekommen, um sich auf die Rolle des Sherlock Holmes vorzubereiten. Das ist ein miserabler Holmes. Es ist möglich, dass er sein Studium bereits vorher begonnen hat. Er raucht dieselbe Tabaksorte wie Holmes. Er ist narzisstisch veranlagt und folgt den neuesten Modetrends. Er betrachtet sich gerne selbst im Spiegel. Die Anstecknadel an seinem Revers beweist seinen amerikanischen Stolz. So, toll. Toll, toll, toll. Mr. Wilde, Ihr Zimmer. Reizend. So eine faszinierende Stadt. Wir müssen reden. Lieber nicht. Du wirst wieder verärgert sein. Wiedersehen, Mr. Wilde. Es geht doch gar nicht. Ist es schon 5 Uhr? Ich denke, ich werde Mrs. Hudson um eine Tasse Tee bitten. Gott, was bist du für ein Komiker hier? Gott, oh Gott, oh Gott. So, okay, Orson Wilde. Finden Sie mir über Orson Wilde heraus. Ein amerikanischen Theaterstar ist zu Besuch bei Sherlock Holmes, um sich auf seine neue Rolle vorzubereiten, als ein nächtlicher Zwischenfall das ungewöhnliche Paar in einen gefährlichen Fall katapultiert. Was werden Sie herausfinden? Bömpchen, ne? Toll. Na gut, ich würde jetzt mal sagen, wir machen hier Feierabend. Man sieht sich bis morgen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ciao. Tschüss. Get there!